Heute haben wir mal wieder ein Rad für euch. Ich habe euch das sogar schon mal so ansatzweise vorgestellt, noch nicht richtig, aber ansatzweise, und zwar bei Stevens in Hamburg. Wie man daraus schon schließen kann, es dreht sich um ein Stevens Rad, und zwar ein E-Mountainbike. Viel Spaß! Das Stevens E-Juke in der Farbe Python. Python ist die neue Farbe bei Stevens für das Modelljahr 2021. Und die gibt es bei mehreren Modellen. Hier jetzt hat eben dieses schicke, grün-lila schimmernde Etwas, nenne ich es mal. Es hat aber nicht nur diese Farbe, sondern es hat auch noch eine tolle Ausstattung. Und diese Ausstattung, die stelle ich euch wieder vor. Basti, danke dir. Guten Heimweg. Das Stevens E-Juke in der Farbe Python. Nur 29 Zoll, vier verschiedene Größen. Wir haben 16 Zoll, 18 Zoll, 20 Zoll und 22 Zoll. Immer 29 Zoll, bereift mit Nobby Nix in 2.6, also sehr breite Reifen. Wir haben eine RockShox 35 Silver, sehr einfach einzustellen. Also von dem her auch für die Leute, die wenig verstellen wollen, relativ gut mit Lockout. Das Ganze mit Purion-Display, also ein sehr minimalistisches Display, aber gerade beim Mountainbike sehr interessant. Standardmäßig immer mit einem Bosch Performance Line CX Generation 4, also quasi 85 Newtonmeter Motor. Und das Ganze wird gespeist von einem 625 Wattstunden Akku. Im Heck befindet sich eine Schaltung der Firma Shimano, und zwar ein Schaltwerk XT. Mit 12 Gang, die Kassette und der Hebel vorne sind von der Deore. Dann haben wir hier jetzt neuerdings dieses Jahr in den Hardtails auch eine verstellbare Sattelstütze, auch super für rauf und runter, wenn ihr viel auf Trails unterwegs seid. Kommen wir aber später noch dazu. Und gebremst wird hier mit BR 420er Bremsen, also die ungelabelten Bremsen auf einem Deore-Niveau. Allerdings auch schon 4 Kolben, also ihr braucht da auch keine Angst haben, dass ihr nicht zum Stehen kommt. So gesehen gehen wir das Rad jetzt halt einmal in der Gänze nochmal durch. Das waren die technischen Details. Dankeschön. Kommen wir zur Front. Wir gehen wieder von vorn bis hinten durch, wie immer. Wir fangen hier vorne mit den Laufrädern an. 29 Zoll durchgängig durch alle Größen. Heißt, ihr habt überall diesen Vorteil dieses Abrollens der 29 Zoll Laufräder. Das heißt, ihr kommt über Löcher, über Wurzeln, kommt ihr wesentlich besser drüber als mit kleineren Laufrädern. Dadurch entwickelt ihr einfach eine super Laufruhe und braucht auch nicht so eine große Federgabel. Hinzu kommt noch, dass wir hier mit 2.6 Schwalbe Nobby Nix bereift sind. Das heißt, sehr breit, vermitteln ein wahnsinniges sicheres Gefühl, und sie federn im Grunde genommen auch noch. Ihr könnt hier mit dem Luftdruck sehr stark variieren. Spielt auch noch mal für den Fahrkomfort eine wichtige Rolle und auch, wie gesagt, für die Sicherheit. Ihr habt hier eine sehr breite Auflagefläche, mit der kommt ihr eigentlich überall super zurecht. Kommen wir zur Federgabel. Das ist eine 35er Silver. Die ist eher im unteren Bereich der RockShox Federungen anzusehen. Macht aber nichts. Für die Leute, die sagen, sie wollen wenig Einstellungen haben, ist das genau das Richtige. Ihr habt hier nicht 10.000 verschiedene kleine Drehrädchen, sondern ihr habt oben die Druckstufenverstellung bis hin zum Lockout. Das heißt, ihr könnt die Gabel komplett blockieren, wenn ihr auf der Straße fahrt, wenn ihr einen Feldweg langfahrt, wo wirklich keine großen Löcher drin sind, könnt ihr sie blockieren und ihr habt so den kompletten Vortrieb. Und wir haben unten noch eine Zugstufeneinstellung. Geht einfach nur darum, dass ihr die Ausfahrgeschwindigkeit ein bisschen regulieren könnt. Das ist immer sehr wichtig. Aber ansonsten sind das die Einstellungen, mehr braucht ihr nicht. Solltet ihr allerdings vom Gewicht her über der Standardhärte der Feder sein, müsst ihr eine andere Feder einbauen. Kostet vielleicht 30, 40 Euro, ist aber schnell geschehen. Oben Deckel auf, alte Feder raus, neue Feder rein, und ihr habt sie umgebaut und ihr habt sie dann perfekt auf euer Gewicht eingestellt. Gebremst wird mit Shimano
auch ungelabelten Bremsen. Also da steht nicht Deore drauf, da steht nicht XT oder XTR drauf, sondern da steht gar nichts drauf, da steht meistens nur Shimano drauf. Macht aber nichts, denn die sind ungefähr auf einem Niveau der Deore Vierkolbenbremse. Also ihr habt hier vier Kolben in einem Bremssattel drin, ihr habt da eine brachiale Power. Also da müsst ihr auch schon ein bisschen vorsichtiger sein, aber dafür habt ihr die Bremspower, wenn ihr sie wirklich braucht. Genau, das war es hier vorne unten. Wir gehen mal eine Etage höher. Das Rad wiegt 23,8 Kilogramm, also nicht der leichteste Vertreter, aber dafür sehr stabil mit einem Alurahmen. Und wir haben ein Systemgewicht von 140 Kilo, heißt Fahrer, Fahrrad plus Gepäck dürfen 140 Kilo nicht übersteigen. Kommen wir zur Steuerzentrale, sprich Cockpit des Fahrrades. Wir haben hier Schalthebel, Bremshebel und das Display. Das Display ist ein Bosch Purion Display, also quasi das einfachste Display von Bosch. Ist aber auch beim Mountainbike ganz angenehm, weil ihr halt nichts präsent hier oben habt. Und sollte es euch mal hinhauen, dann ist es meistens nicht irgendwo im Weg und es passiert nicht so viel. Es ist auch das einfachste Display in Sachen Anzeigen. Also ihr habt hier nicht viel, ihr habt hier die Tageskilometer, diese ganz normalen Standardanzeigen, aber halt alles sehr minimalistisch und nicht auf einem Bildschirm. Also ihr habt hier bloß die Anzeige für die Geschwindigkeit, die ihr aktuell fahrt. Ihr habt die Unterstützungsstufe und ihr habt den Akku mit dran. Das ist eigentlich das, wenn man sagt, man möchte so wenig wie möglich Anzeigen am Rad haben. Dann haben wir hier auf der linken Seite den Hebel für die verstellbare Sattelstütze. Da könnt ihr dann den Sattel hochfahren. Auf der rechten Seite haben wir die Schaltung. Wie gesagt, das ist ein Deore-Hebel, ist nicht der XT-Hebel. Und was ganz interessant ist, das habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, eine Schaltanzeige. Ich bin kein Freund davon, weil ich fahre intuitiv. Das heißt, ich fahre den Gang, den es auch meistens braucht. Und da muss ich nicht hier oben drauf gucken. Aber es gab viele Leute, die auch schon immer gefragt haben, gibt es denn nicht wieder diese Schaltanzeigen? Ja, die gibt es wieder, auch bei der 12-fach. Und hier haben wir sie zum Beispiel dabei. Dann haben wir die ganz normalen Bremshebel hier vorne von Shimano Bremsen. Also nichts Besonderes. Es sind Zweifingerhebel. Das heißt, ihr könnt ganz einfach mit zwei Fingern bremsen oder auch nur mit einem. Ihr habt hier vier Kolben. Das ist schon eine Menge Power, da langt es meistens mit einem Finger. Gehen wir mal weiter zum Rahmen. Jetzt sind wir beim Herzstück angelangt, dem Rahmen. Klassischer Aluminiumrahmen, Stevens Qualität, also super haltbar, ihr braucht da nichts zu befürchten. Und wir haben auch im Gegensatz zu den Modellen, die teilweise auf der Hausmesse ausgestellt waren, haben wir auch wesentlich schönere Schweißnähte. Also die sind nicht mehr ganz so grob wie auf der Hausmesse. Das heißt, es ist ein flüssiges Gesamtbild. Wir sind auch nicht mehr ganz so geschwungen. Also wir haben hier noch einmal den kleinen Buckel, aber das war es auch schon. Highlight ist natürlich die Farbe. Ich hoffe, ihr seht das auch in der Kamera. Wir versuchen das auch noch mal ein bisschen einzublenden. Es wechselt einfach die Farbe, je nachdem, wie ich drauf gucke. Und das ist, man kann dann einfach den Blick nicht mehr wegnehmen, weil wenn man da drauf guckt, dann sehe ich jetzt halt hier grün und da ein bisschen lila. Sobald ich mich aber ein bisschen bewege, kommt hier oben mehr lila, da ein bisschen bläulich. Also es ist super lustig anzuschauen, macht richtig Spaß und ist natürlich auch mal ein Highlight, weil so sieht man wenig Räder rumfahren. Ansonsten haben wir hier ein dickes, präsentes Unterrohr. Dafür birgt sich der 625 Wattstunden Akku von Bosch. Ihr habt immer die Möglichkeit, diese Klappe hier unten aufzumachen, den Akku rauszunehmen, in die Wohnung mitzunehmen oder ins Büro, um zu laden. Oder ihr könnt auch das Ganze am Rad laden. Da ist die Buchse hier auf dieser Seite. Das ist, wenn ihr eine Garage habt, da könnt ihr da natürlich dann das Rad direkt anstecken. Weiter unten ist das Herzstück, das ist der Motor und zwar ist das der Bosch Performance Line CX in der Generation 4 mit 85 Newtonmeter. Das ist das stärkste Aggregat von Bosch, was es aktuell gibt und der hat richtig Power. Also da braucht ihr keine Bedenken haben, wenn ihr irgendeinen Berg kommt, ihr kommt damit hoch. 625 Wattstunden halten bei diesem Motor, mei, das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommen immer wieder die Fragen unten in den Kommentaren, wie lang kann ich damit fahren? Das können wir euch so pauschal nicht beantworten. Es gibt von Bosch allerdings einen Reichweitenrechner. Da könnt ihr alles eintragen, euer Fahrgewicht, wo ihr fahrt, wie schwer das Rad ist und welchen Motor und Akku ihr drinnen habt. Und dann errechnet der so circa eine Angabe eurer Reichweite. Wir verlinken euch den Reichweitenrechner mal in der Videobeschreibung, also schaut da auch mal vorbei. Dann haben wir ein kleines spezielles Teil hier unten noch, das ist die Kettenführung. Die ist dafür da, wenn ihr doch mal über ruppiges Gelände fahrt, dass die Kette nicht abspringt.
Dann haben wir, wie vorhin auch schon in den technischen Details gesagt, die Hardtails haben jetzt auch ausfahrbare Sattelstützen drin. Das heißt, ich habe hier vorne am Lenker habe ich einen kleinen Hebel, den drücke ich und dann fährt die Sattelstütze aus. Ist interessant für ständiges Auf und Ab, also quasi wenn ihr jetzt einen leichten Trail fahrt und ihr fahrt bergauf, dann habt ihr die Sattelstütze ausgefahren und ohne einfach stehen bleiben zu müssen und die Sattelstütze aufwendig runter zu fummeln, drückt ihr einfach nur während dem Fahren drauf, hockt euch drauf und dann fährt dieser Sattel runter und ihr habt die kompletten Beinfreiheit, das heißt ihr könnt schön den Trail wieder bergab fahren. Interessant auch für diejenigen, die es in der Stadt einsetzen wollen, denn ihr kommt an die Ampel, ihr fahrt in der normalen Fahrthöhe hin, drückt hier drauf, fahrt runter und steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Dann haben wir noch ein paar Detaillösungen, die es hier an dem Rahmen gibt. Sprich, wir haben die Möglichkeit, zwei Flaschenhalter hinzubauen. Einmal hier senkrecht, einmal hier vorne. Oder auch irgendwelches Zubehör, was ihr an die Flaschenhalter-Befestigungen bauen könnt. Kabel sind alle intern, das heißt, ihr habt auch keine Kabel hier irgendwo rumhängen. Die gehen da oben rein und kommen meistens da unten wieder raus. Und was die machen, machen wir jetzt auch und wir gehen jetzt mal nach hinten. So, wir sind jetzt hier am Heck, auch wieder ganz präsent, der 2.6er Schwalbe Nobby Nick. Was ich mir gut vorstellen könnte, wären die Weißwandreifen. Ich glaube, dass die richtig gut auf dem Rad ausschauen würden. Aber das ist, können wir ja mal diskutieren. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das auch gut finden würdet. Hier hinten ist ganz präsent diese Riesenkassette, der Shimano 12-fach. Es ist eine Deore-Kassette. Der Unterschied zur XT-Kassette sind einfach nur diese Ritzel hier oben. Die sind aus Stahl und nicht aus Alu. Das heißt, wenn ihr hier oben ein schwarzes Ritzel habt, dann habt ihr eine XT. Wenn ihr drei schwarze habt, habt ihr eine XTR. Das ist der größte Unterschied, den es zwischen den einzelnen Kassetten gibt. Also von dem her ist diese Deore-Kassette gar nicht mal so verkehrt. 12 Gang, also wir haben eine riesengroße Bandbreite, damit dürftet ihr wirklich jeden Berg hochkommen und zur Not, ihr habt noch diese 85 brachialen Newtonmeter von dem Motor, also da gibt es wirklich keine Ausrede mehr. XT Schaltwerk, da seid ihr schon auf einem Top-Niveau, gäbe dann nur noch die XTR, aber ganz ehrlich, das ist dann nur noch bling bling. Bremse hier drüben auch wieder die Shimano 4 Kolben, das hatten wir schon gesagt. Und wir haben jetzt hier noch auch wieder so kleine Detaillösungen und das sind diese kleinen Käppchen hier, oder sind Schrauben drinnen. Hier sind zwei Gewinde und hier unten sind auch nochmal zwei Gewinde. Die sind dafür da, da könnt ihr Schutzbleche und Gepäckträger hinbauen. Das heißt, ihr könntet euch hier eigentlich auch ein SUV-Bike aufbauen, also dicke Reifen, Mountainbike-Style, wenn ihr das gerne in die Arbeit fahren wollt und dann am Wochenende einfach nur abschrauben und ihr habt ein reines Mountainbike. Es macht halt Sinn für Leute, die ein bisschen schraubaffin sind, aber auch die sagen, sie wollen sich halt einfach nicht festlegen, aber sie wollen primär halt auch im Mountainbike-Touren fahren. Dafür ist es natürlich top. Was wir auch noch haben, sind die E13-Kurbeln. Also das ist auch noch mal was Spezielles. Vorne an dem Tretlager sind die E13-Kurbeln. Die sind ein bisschen leichter als die Standardkurbeln. Genau. Wir haben auch noch die Aufnahme für einen Ständer da. Das heißt, ihr könnt hier auch noch einen Ständer hinbauen. Wie gesagt, ihr könnt daraus wirklich ein SUV für die Stadt machen. Wäre alles möglich. Und das in der Farbe, das ist, glaube ich, schon wirklich ein Hingucker. So, für wen ist dieses Rad jetzt was? Ihr habt schon gemerkt, es gibt einen sehr, sehr breiten Einsatzzweck für dieses Rad. Das heißt, für die alle, die ausgedehnte Mountainbike-Touren fahren, für die ist es natürlich optimal. Es gibt aber auch noch einen kleinen Bereich, die sagen, sie wollen sich nicht festlegen. Sie wollen am Wochenende Mountainbike-Touren fahren und tagsüber vielleicht oder unter der Woche tagsüber in die Arbeit fahren. Dann können sie sich hier Schutzbleche und Gepäckträger hinbauen, also wenn sie mit einer Seitentasche noch fahren wollen. Ansonsten, das Rad kostet, so wie es da steht, 3.599 Euro. Ist quasi eins unter dem Topmodell der Stephens E-Hardtail-Reihe. Und ja, ich höre schon auf. Danke euch fürs Zuschauen. Das war's mit der Vorstellung des E-Juke. Auf Wiedersehen.